Also, wie auch immer, ich oute mich vorab direkt. Ich habe in meinem ganzen Leben, in meinen vollen 23 Jahren, die ich auf dieser Erde jetzt lebe, genau ein Song von Peter Fox gehört und dementsprechend kenne ich auch nur einen Song von Peter Fox und das ist Haus am See. Und ich glaube, den meisten geht es so, die Peter Fox das erste Mal gehört haben so. Die kriegen dann gesagt, hey, guck mal, Peter Fox, kennst du nicht? Okay, dann hör dir Haus am See an. Das gefällt auch den meisten Leuten und ich habe das Phänomen super selten bis jetzt gehabt, dass mich ein Song so krass an Zeiten erinnert, weil Haus am See habe ich vor, keine Ahnung, lass mich wirklich nicht lügen, 10 Jahren mal gehört, also wirklich mal, vor 10 Jahren vielleicht so und dann verbindet man natürlich mit diesem Song auch diverse Situationen oder auch, ne, jetzt hast du hier mit Kollegen gechillt oder das hast du zu der Zeit gemacht, da hattest du Probleme in der Schule, dies, das, man hat diesen Song teilweise mal gehört, ne, in diesen Situationen. Ich hatte super selten, dass mich ein Song, obwohl ich ihn so wenig gehört habe, eigentlich im Vergleich zu anderen Songs, die ich zu der Zeit extrem oft gepumpt habe, mich aber trotzdem so krass an so Situationen zurückerinnert hat. Und ich habe ihn vorhin nochmal gehört, ne? Wir sind gerade live, kommt gerne vorbei. Links in der Beschreibung, wir sind dreimal die Woche live, wir checken alles live ab. Und ich habe mit dem Chat vorhin nochmal Haus am See gehört. Der Sound war damals schon so zeitlos, so gut einfach, wisst ihr, was ich meine so? Auch so greifbar, so nahbar irgendwie, alles so voll, die Produktion ist doch voll echt gewesen. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier 14 Jahre später aussieht, keine Ahnung. Aber wir feiern jetzt hier ein Peter Fox Comeback mit Zukunft Pink. Featuring Ines, kenne ich überhaupt nicht. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, Support ist Kamord. Er hat wirklich nur ein Album rausgebracht. Ein Album, das war das erste und letzte bis jetzt. Wirklich. Und jetzt kommt er einfach im Jahre 2022 mit Zukunft Pink wieder. Am 20.10.2022. Da könnte man sich schon fragen, warum hat er dieses Datum gewählt? Er könnte ja jedes x-beliebige andere Datum nehmen. Ich meine, wenn er schon so lange weg ist, kann er sich jedes andere Datum aussuchen. Warum hat er sich den 20.10.2022 ausgesucht? Darauf möchte ich eine Antwort haben. Schreibt es in die Kommentare. Dementsprechend bin ich jetzt schon gehypt so. Hätte ich aber damals mit diesem Künstler Peter Fox mehr verbinden können oder hätte ich halt mehr Musik von ihm gehört, wäre ich jetzt natürlich irgendwie auf 180 so, würde ich jetzt hier 3 Backflips machen, wisst ihr, ich meine so. Es hält sich allerdings noch in Grenzen bei mir. Ich bin dennoch sehr gespannt. Zukunft Pink, 4 Minuten 39, eine ordentliche Länge, endlich mal wieder. Abfahrt. Boah, schön, 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 schönes Pad, also schöner Pad-Sound, aber auch die Akkorde, die gespielt werden, super, super schön, super harmonisch. Was ich damit meine ist, es gibt so Klänge in der Musik, die dich einfach innerlich auch runterbringen so ein bisschen, die Ruhe reinbringen, das ist wirklich so. So wie es auch zum Beispiel bestimmte 808 oder Basstöne gibt, die dich wirklich runterbringen und dein Inneres quasi ein bisschen stimulieren so. Und das sind so Akkorde, die jetzt hier direkt gespielt werden mit diesem Pad-Sound, die dich direkt so ein bisschen runterbringen und so gute Vibes gibt irgendwie. Es gibt mir gute Vibes, aber irgendwie so ein bisschen so melancholische, ein bisschen düstere Vibes irgendwie. Dieses gemeinschaftliche Klatschen, als ob das wirklich in einem großen Studio oder so, in einem großen Raum mal aufgenommen worden ist, mit mehreren Leuten, die geklatscht haben, das kommt alles sehr live und sehr lebendig rüber so. Doch, es hat voll die guten Vibes, richtig, richtig schöne Vibes. Digga, da fliegen Funken. Der ganze Vibe hat sich komplett geändert. Also dieser schöne Vibe, über den ich gerade geredet habe, der ist so innerhalb von 2 Sekunden weg gewesen. Und jetzt haben wir jemanden, der auf jemand anderes einprügelt, dem Funken aus dem Gesicht fliegen. Sympathisch. Ganz kurz nur, ne? Ich mache mich vielleicht ein bisschen unbeliebt jetzt, Chat, aber das ist Peter Fox, oder? Es ist jetzt nicht nur ein Darsteller, den man für das Musikvideo so genommen hat. Das ist Peter Fox, oder? Chat, helft mir doch ganz kurz. Ich schneide es eh nachher so in der Reaktion, dass man nicht sieht, dass ich eigentlich nicht wusste, wie Peter Fox aussieht. Ist Peter Fox? Wusste ich natürlich. Also das ist Peter Fox, wollte ich nochmal ganz kurz erläutern für die Leute, die vielleicht nicht wissen, wie Peter Fox aussieht. Gibt es davon noch Leute heutzutage, die nicht wissen, wie Peter Fox aussieht? Ich glaube nicht. Okay, dankeschön. Okay, er hat sich quasi gerade selber totgeboxt. Rolle vor im Transitpod. Die Sonne scheint auf die Blocks. Hab meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will.
Oh, das ist nice. Guck mal, auch hier die Betonung. Digga, seine Betonung ist direkt. Wie gesagt, ich kenne nur Haus am See. Da ist seine Betonung aus seinem Flow auch wirklich schmackofatz gut auf dem Beat, ne? Generell zu den Beats kommen wir gleich, die ganz anders sind. Also, die Beats sind komplett anders. Von der Rhythmik, Sound Selection, alles, ne? Wie er das flowt hier. Avatar, guck mal, wie er Avatar betont. Auf die Blocks. Hab meinen Avatar gekillt. Hab meinen Avatar gekillt, weil ich. Und dieses, weil ich verschluckt da fast schon so, das spricht es sehr leise aus. Hab meinen Avatar gekillt, weil ich. Hab meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will. Alle Almans können die Move. Oder sie programmieren die Boot. Die AI weiß doch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ganz kurz, was mir direkt auffällt, kann es sein, dass eine Gesichtshälfte gelähmt ist bei ihm? Oder täusche ich mich da jetzt? Oder sieht es gerade nur so aus, dass seine rechte Gesichtshälfte so ein bisschen... Weiß man da irgendwas? Auch gerade hier an der Lippe sieht man das. Sie programmieren die Boots. Die AI weiß doch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Guck mal, das Gras ist grün und schmeckt gut. Wie das betont, Digga, auch auf diesem Beat, auf einem sehr unkonventionellen Beat, wenn du das mit heutzutage, mit den Beats heutzutage vergleichen möchtest, Trap, Drill, vielleicht noch solche Pop-Punk-Sachen, mehr nicht, ne? Float der hier voll krass drüber auf einem rhythmisch sehr unkonventionellen Beat, sag ich mal so. Ja, nach einem Virus-Gesichtslähmung, ja, hat er... Ach was. Also ist mir so direkt hier gerade auch in der Lippenpartie aufgefallen. Seit 2011. Wow. Das ist krass. Ey, schwarz-weiß, reggae. Liebe für alle und für mich selbst. Power to the people. Yeah, Frauen holen die Welt. Ich weiß, wenn ich jetzt hier irgendwie ein bisschen Kritik äußere, soll es auf jeden Fall nicht irgendwie wie so hart Kritik rüberkommen, weil wir feiern jetzt hier ein großes Comeback und die Mucke ist auch so weit weg vom Mainstream, wie du es dir nur ausdenken kannst. Also das ist schon mal ein ganz, ganz großer Pluspunkt und unglaublich viel Props, ne? Ich hätte aber gern die Pads vom Anfang wieder drin irgendwie. Also die Pads am Anfang, wisst ihr, ich meine so, dieser Pad-Sound, den hätte ich gern mal wieder irgendwo drin. Vielleicht kommt der in der Bridge oder in der Hook eben, aber hier im Part haben wir den gar nicht drin. Den hätte ich aber gern wieder drin so. Seh die Zukunft pink, Zukunft pink. Alles gut, mein Kind. Ja, alles gut, mein Kind. Okay, ganz kurz, aber auch die Message ist ganz cool. Leute mit einem Kind würden das wahrscheinlich noch viel mehr fühlen, weil er sagt, alles gut, mein Kind. Die Themen, die im Part angesprochen werden, wurden, sind auch so super, super nice und wirklich unterschwellig schön verpackt. So, jetzt geht's in die Hook und jetzt wird's interessant, weil jetzt kommt Ines, glaube ich. Zukunft pink. Alles gut, mein Kind. Ja, alles gut, mein Kind. All mein Schwarz, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du affen. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Ist ein Grower, oder? Grower aka eine Hook, die ein bisschen braucht. Die braucht ein bisschen. Also merk ich schon direkt von Anfang an, die braucht bei mir zumindest ein bisschen irgendwie. Sie hat eine wirklich geile Stimme, die super sanft ins Ohr geht, trotzdem einen schönen Klangcharakter hat irgendwie. Hook braucht aber ein bisschen, direkt. Musst du atmen, oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Binge pink mir und dazu ein Drink. Ice pink grapefruit und Gin. Ice pink grapefruit und Gin. Ice pink grapefruit und Gin. Digga, Video ist auch... Ich wollte gerade sagen, Video ist krass, aber jetzt ist Video krass. Also Video ist krass, ne? Digga, die tanzen einfach auf einem schwebenden Häuserblock. Wo kriegt man heutzutage noch sowas, außer bei Julian? Und Gin. Ice pink grapefruit und Gin. Ice pink grapefruit und Gin. Hat aber halt durch diese Drumsetzung voll den Driver und voll die guten Vibes einfach. Digga, diese Drum Selection mit diesem Shaker Loop, der die ganze Zeit läuft und wie diese Rim gesetzt ist, diese, so eine ganz andere Rhythmik geben, dieses Dancehall Reggae Ding ist auch so underrated irgendwie und wird so wenig zelebriert im Gegensatz zu Trap, Drill oder Pop-Punk, wisst ihr, ich meine heutzutage so. Ich habe auch das Gefühl, keiner traut sich auf so Beats zu gehen. Entweder das, keiner traut sich oder keiner will darauf, weil das sowieso im Mainstream nicht so gut ankommt, wisst ihr, ich meine? Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. Scheiß kalte Arschwand. Elon Musk. Digga, wie er reinkommt, auch die Gestik in dem Video. Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. Fick dein Mars-Projekt. Scheiß kalte Arsch weit weg. Hab Brandenburg entdeckt. Bianchi Bikes, Future Flex. Alles wird super geil, Basta. Frische Musik, frisches Wasser. Digga, er float ist so nice, finde ich. Er float ist so nice. Wie alt ist Peter Fox eigentlich? Also ich weiß natürlich, ich frag nur für einen Freund. Chat, wie alt ist Peter Fox? 51. Ich frag mich halt wirklich, ne? 2008 ist das Album rausgekommen, hat wirklich gute Erfolge gefeiert. Bis heute ja immer noch. Peter Fox ist einfach ein Name so. Frag mich nicht nach Feature, außer du bist Peter Fox, hat Shindy mal gerappt. By the way,
Wade ist so ein Feature, würde ich auf jeden Fall enjoyen. Der Mann ist jetzt 51 und hat sich jetzt 2022 dazu entschieden, ein Comeback zu feiern. Warum? Warum genau dieses Datum? Warum genau jetzt? Dazu kommt noch, für 51 dressed der Dude sich auf jeden Fall richtig fresh, ohne Scheiß. Scheiß kalt und Arsch weit weg. Hab Brandenburg entdeckt. Bianchi Bikes, Future Flex. Alles wird super geil, Basta. Frische Musik, frisches Wasser. Alle sind cool mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich motherfucker. Alle sind cool mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich mother... Ne? Ja, so rein vom Flow her kommt es richtig schmackofatz, ohne Scheiß. Er rappt es so clean, so schön. Kein Geld mehr, kann gut sein. Der sieht aus wie 20, 30. Ich hätte ihn auch viel jünger geschätzt. Ich hätte ihn so auf 38, 40 geschätzt, sowas. Dick frisches Wasser. Alle sind cool mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich motherfucker. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht bissige Wauwaus. Vieh bauen lassen die Sau raus. Gibt billige Buden in Downtown. Er geht aber auch super gut gerade auf diese ganzen Missstände ein, die wir in der Welt schon Jahre, Jahrzehnte eigentlich haben, so. Viehbauern lassen die Sau raus, gerade auf diese Massentierhaltung so gegangen. Billige Buden im Downtown, dass man so gut wie nichts mehr bezahlen kann eigentlich. Mieten unglaublich, unglaublich hoch. Benzinpreise unglaublich, unglaublich hoch. Dass er unterschwellig in diese ganzen Lyrik schön auf viele Missstände in der Welt eingeht, so. Dazu noch der Titel Zukunft Pink. Alle malen schwarz oder sowas. Doch alles wird gut, mein Kind. So Aussagen. Gerade in so einer Zeit, wo sich halt die Welt auch mehr oder weniger ein bisschen bekriegt, zumindest Russland, Ukraine. Und wir hoffen natürlich alle, dass es bald vorbei ist, so dass es alles ein einigermaßen gutes Ende noch findet, sofern das überhaupt noch irgendwie möglich ist. Alles wird gut, mein Kind, so mit dieser Message in die Zukunft zu gucken und zu gehen, ist eigentlich ganz schön. Gibt billige Buden in Downtown. Ich mal Smileys auf den Weg, denn ich mag, was ich sehe. Der Himmel ist immer noch blau, meine Süßen, Future is now. Ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn, und was nicht da ist, musst du abfinden. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn... Digga, das hat irgendwas. Ey, ohne Scheiß. Ich müsste den Song wirklich 2-3 Mal hören, ne? Das hat aber was. Ich sag's euch jetzt schon, das Ding wird in die Playlist gepackt, direkt. Ich finde, sie passt super gut stimmlich mit Peter Foxy auf das Ding. Richtig krass. Ich habe sie wirklich davor noch nie gehört. Ich weiß nicht, wer Ines ist. Ich weiß nicht mal, ob man sie jetzt hier richtig ausgesprochen hat. Aber das Ding hat was. Also es hat richtig bös was. Das hat richtig, richtig bös was. Es ist so eine Hook, die braucht 2-3 Mal. Wenn die aber mal drin ist bei dir, in deinem Gehirn drin ist, Bro, die geht 3 Jahrzehnte nicht mehr raus. Versuch keinen Sinn, und was nicht da ist, musst du affen. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn, und was nicht da ist, musst du affen. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Auch dieses im Beat, im Hintergrund, ne, nimmt man so gar nicht krass wahr, ist sehr krass links, rechts gepennt. Also mal auf dem linken Ohr, manchmal auf dem rechten Ohr so. Dieses ist eins ganz nice. Ist eigentlich ganz nice. Und lass mich raten, er trägt jetzt hier seinen Double, seinen Avatar, wie er ihn genannt hat, auf das Hochhaus, das schon in der Luft schwebt, und wirft ihn runter. Oder es passiert irgendwas oben mit ihm. Hundertprozentig. Das musst du achten. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Wünsch Pink Mirror und dazu ein Drink. Eis und Pink Grapefruit von Gin. Weil dir die Zukunft, dann seh ich die Zukunft. Boah, Digga, da kommen die Pets. Yeah. Digga, kennt ihr das, wenn so ganz kurz dieser Gänsehautschub kommt, so nur ganz kurz dieses Wupp, wisst ihr, ich meine so? Und dann ist so die Gänsehaut da, die geht aber auch genauso schnell wieder. Aber da kommt so dieser Gänsehautschub, Digga, wo Peter Fox gerade in diese Hook eingestiegen ist und jetzt so einen kleinen C-Part macht oder eine Bridge oder weiß Gott was. Digga, das kommt richtig krass. Die Zukunft, Pink. Auch diese Gemeinschaft, die das ganze Video übermittelt, ne? Auch dieses Yeah, 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 yeah. Wisst ihr, was ich meine so? Oder dieses, auch dieses Klatschen am Anfang, wo mehrere Leute geklatscht haben. Dieser Zusammenhalt wird dadurch halt noch viel mehr rübergebracht, so. Weil mehr Stimmen drin sind, weil mehr Leute in die Hände geklatscht haben, so. Kommt halt voll dieser Zusammenhalt nochmal akustisch viel krasser rüber. Im Video sind sowieso immer viele Leute da, die diesen Zusammenhalt nochmal mehr symbolisieren sollen. Super nice.
alle so gute Vibes, wisst ihr, ich meine, Digga, das fehlt komplett. Ich sag euch, wie es ist, Digga. Digga, ich sag euch, wie es ist. Es geht mir sowieso schon Monate, auch jahrelang im Deutschrap auf den Sack. Jeder will der Härteste sein, jeder will krass sein. Ich möchte es gar nicht mit dem Einheitsbrei Deutschrap vergleichen, ne? Es geht mir auf den Sack, Bro, Digga, jetzt hab ich ihn abgeknallt, jetzt komm mir nicht zu nah, jetzt hab ich so viel Batz in der Hand, jetzt kipp ich da noch Alkohol, jetzt fahr ich diese Karren, jetzt hol ich diese Frau, dies, das und flank die weg, was weiß ich. Nichts mehr hat wirklich so coole Vibes, wie sag ich mal, so nicht mal, nichts mehr. Diese Nummer klingt voll leicht einfach. Als ob der ins Studio gegangen ist, an einem Tag richtig Bock hatte, das Ding aufzunehmen, so. Und einfach voll Spaß hatte, wie sag ich mal, so. Die Leute auch im Video haben voll Spaß einfach. Das Ding gibt dir einfach brutale, gute Vibes. Nicht dieses harte Deutschrap-Image, so. Braucht es auch gar nicht. Das will diese Nummer auch gar nicht, so. Das steht so alleine für sich unglaublich gut da, dieses ganze Stück. Und ich kann die Bewertung, die Aufrufzahlen und auch die Trendplatzierung vollkommen nachvollziehen. Alles andere wäre irgendwie auch ein bisschen komisch gewesen, oder? Digga, jeder hat so gute Vibes, was auch eigentlich viel zu underrated ist oder worüber nicht viel geredet wird. Wir haben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen weißen und schwarzen Menschen, so, das hört sich voll dumm an, ne? Mein bester Freund ist schwarz, ich liebe jede farbige Person auf diesem Planeten, ich liebe deren Vibe, deren Kultur, die haben immer viel Energie, die lachen auch die ganze Zeit, deren Essen ist krass, alles ist crazy, ohne Scheiß. Jetzt hier einfach mal dieses Verhältnis in eins zu setzen, wie soll ich meinen, so, und auch mal nicht leicht bekleidete Frauen irgendwie ins Video zu holen. Gut, die Outfits sind vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, so, muss man sich dran gewöhnen, aber alles, keine Ahnung, so. Jeder kann mit jedem, es gibt kein Beef, so, jeder ist cool mit jedem auf diesem in der Luft schwebenden Hochhauskomplex, so. Es ist alles brutal harmonisch, so hat man das Gefühl, auch in diesem Videodreh, wisst ihr, ich meine, so. Auch dieses gemeinsame Klatschen, es gibt so voll dieses gemeinschaftliche Feeling einfach. Ey, super geil. Egal was jetzt noch kommt, Zukunft Pink von Peter Fox ist Release der Woche für mich. Direkt. Sehr schön. Richtig schön. 4 Minuten ging das Ding fast rein, nur von der Musik her. Auch wie die tanzen können, das ist crazy, oder? Auch die Drums, die gepickt worden sind, diese Sound Selection, das hörst du heutzutage voll. Die Bassline, die rum, die hin und her jumpt, dieser Shaker Loop, dann diese Rim, eine wirklich relativ subtile Kick, wirklich nicht viel drin, so auch dieses ey, ey, teilweise ist geil. Richtig schön. Ich möchte gar nicht mehr viel sagen, die Reaktion geht wahrscheinlich eh schon lang genug. Zukunft Pink, Peter Fox, Release der Woche für mich. Nicht nur, weil es jetzt ein großes Comeback ist, ich kenne ihn wirklich von der Musik her wirklich, wirklich nicht gut. Also wirklich nicht gut. Trotzdem, Zukunft Pink für mich, Release der Woche, direkt komplett. Es hat alles gestimmt, Digga. Message, Video, Beat, Vibe, alles perfekt, alles krass.